Das bin ich, Lars. 7 Tage fahre ich weit raus auf die Nordsee, Fische fangen vor der norwegischen Küste. Was sind das für Menschen, die mehr Zeit auf dem Wasser verbringen als an Land? Immer auf der Suche, auch nach dem besten Fang. Was ist das für ein Leben auf der J von Köln? Und davon handelt dieser Film. Also wenn du Bettzeug hast, mit hast, dann da Norweg zu gehen. Spucktücher oder wie? Bettwäsche. Gibt's eine Strafe, wenn ich dir in die Kabine spucke heute Nacht? Ja, dann darfst du die von oben bis unten mit der Zahnbürste schrauben. Aber das schwöre ich dir. Aber du schläfst auf Toilette. Da kenne ich nichts. Dann schließe ich die Tür ab. Dann sagt das Knick-Knack und der Riegel ist vor. Bis jetzt waren sie alle seefest, die hier mitgeschlafen haben. Und ich habe mich strikt geweigert, hier einen aufzunehmen. Dann habe ich die Tür abgeschlossen, bin weggegangen. Ja. Aber also am liebsten wäre es hier, wenn ich eigentlich ganz woanders pennen würde, oder? Ja, wenn ich ehrlich bin, ja. Wir werden noch Freunde. Ich sehe das kommen. Ich schwitze mein Bett bisschen schon. Jeder Matrose hat auf einem Schiff seine eigenen Papiere. Eine Art Reisepass für ein bisschen schwankenden Boden unter den Füßen. Auf diesem Boden herrschen eigene Gesetze. Über Recht und Unrecht entscheidet Kapitän Fritz Flint. Die erste Reise, so nennen die Fischer hier ihre Fahrten zur See. Eine Woche auf dem Wasser, ein Tag an Land, um den Fang abzuliefern. Wenn es gut läuft, 6-7 Mal hintereinander, bevor es ein paar Tage frei gibt. Dankeschön. Nach Kiew. Ja, Oliver, 20:45 ist Anpfiff. Es bieten sich zwei Superstars an. Wenn die Brücke das Hirn des Schiffs ist, ist die Messe das Herz. Guten. Oder anderen wenn ich mal Urlaub so 3 Wochen. Die zweite Woche wäre ich schon nervös. Dann muss ich schon irgendwie, Wasser mal sehen. Ne? Auch wenn ich in Urlaub fahre. Ich würde nur in Urlaub hinfahren, wo Wasser ist. Ich würde nie in die Berge fahren. Ich muss immer Wasser sehen. Oder irgendwie ein Schiff in der Nähe sein, wo ich hinfahre. Hast du was verpasst zu Hause? Ja, die Kinder so groß werden zu sehen, das habe ich ein bisschen verpasst. Ne? Bloß ich fand meine Frau, wir sind schon. Ach, von der Schulzeit an schon zusammen. Und sie kamen mit den Kindern immer hinterher. Da ging das nachher bei uns. Warst du denn bei der Geburt deiner Kinder mit dabei? Bei zwei. Nee, bei ein. Bei unserer Älteste. Die ist 80 geboren. Da war ich da mit. Bei Danny war ich nicht mit und bei Cassandra auch nicht. Meine Frau, die kennt das gar nicht anders. Wir kamen damals zusammen. Sie wusste, dass ich zu sie fuhr. Sie kennt das aus ihrer Familie schon her. Das war ganz normal bei uns. Nee. Die hat gesagt, komm hier, ich krieg mein Kind ohne dich, macht nichts, bleib du mal draußen. Ja, so ungefähr. Du stehst nur im Weg. Nee, das ist aber so. Ne? Zu Hause hat sie ist zu Hause der Kapitän. Wenn ich nach Hause komme, habe ich nichts zu sagen. Sie macht alles. Geh bloß dich in Garten, du hackst nur die Blume ab. Nee? Ich darf nicht mal Rasen wehen. Du kannst Fische fangen und Schiff fahren. Dann fahr jetzt bloß nicht mit Auto. Ne, Auto fahr du ja auch nicht ehrlich. Ich fahr großes Schiff, krieg in jede Parklücke rein. Aber ein Auto nicht. Ne. Sechs Uhr früh. Die erste Nacht habe ich mies geschlafen. Reise, Reise, Jungs, nochmal hier werden. Reise, Reise.
Das Netz hier wird gehievt. Mein erster Hohl. Ein Beutel Seelachs. So sprechen die Fischer. Eine eigene Sprache. Die Leute hier an Bord haben ihre eigenen Rituale für Neulinge, wie mich. Hier reinbeißen, aber richtig reinbeißen, da muss richtig abdrücken zu sehen sein. Los, los! Ja, Baby! Schmeckt? Das wird mein letzter Fisch, in den ich reinbeiße, glaube ich. Netz rein, Netz wieder raus. Wenn die Netze voll bleiben, geht das manchmal tagelang, sagen sie. Ohne Pause. Tief drin im Bauch des Kutters, die Fabrik. So, und du? Setz dich inzwischen. Ich geh dazwischen? Ja. Geh da rüber. Fische sortieren nach dem Fang. Die Kleinen in die Schlagmaschine. Die Großen schlachtet Ronald. Die Luft steht hier unten, während die J von Köln schwankt. Boah. Ganz schöner Brocken. Ja, Seelachs. Das ist ein Seelachs, so groß, Handy. Größer. Das ist ein Seeheck. Oh ja. Das ist ein Pollack. Das ist ein weißer Seelack. Ja. Fisch kenne ich nur von der Fischtheke im Supermarkt. Eingeschweißt. Okay, also. Wo rein? Ja, ungefähr. Guck mal, hier ist das Arster. Okay. Das ist ungefähr hier so rein. Ja. Kannst du ein bisschen sehen? Pass auf, dass du dir den Bauch schneidest. Weiter, weiter. Ja, gut, gut. Da. Das war dein erster Fisch. Das war mein erster Fisch. Das lernst du auch auf der Schule? Nee, den habe ich von meinem Opa mal gelernt. Dann sagt er, den ersten Tunken, den ich dir zeige, das ist den, den du zum Aufhängen brauchst, wenn du keine Lust mehr hast. Das ist mir der wichtigste. War klar, dass du auch Fischer wirst, oder?
Also klar war das eigentlich nicht. Meine Mutter war da strikt dagegen, aber nützt ja nichts. Wieso? Dann bin ich immer von zu Hause weg. Lange. Wir sind ja jetzt auch schon fast 6 Wochen unterwegs. Wenn du nach Hause kommst nach 6 Wochen, dann wurde in den 6 Wochen, wo du nicht da warst, leben die ja ihr Leben weiter. Und die machen jeden Tag ihre Hausarbeiten, die essen jeden Tag zusammen zu Hause, die fahren jeden Tag zur Arbeit, kommen abends wieder. Das machst du hier ja nicht. Du bist ja jeden Tag hier an Bord, machst zwar auch jeden Tag deine Arbeit, hast hier auch sozusagen deine Familie, bloß du liebst diese Familie ja nicht. Zu Hause hast du ja deine Familie, die du liebst und mit denen du gerne zusammen bist. Bloß wenn du von 6 Wochen nach Hause kommst und dich dann da in dieses Leben rein, sozusagen wieder reinmischt, das ist ja denn das. Was machen deine Kinder später mal? Fahren die zur See? Nee, beim besten Willen nicht. Wer sich einmal für die See entschieden hat, der bleibt. Egal ob mit Glück oder Pech. Wie Marc. Reise, Reise. Guck mal, hier wird ein Vergleich. Reise, Reise. Der hatte auch mal einen eigenen Kutter. Aber es hat nicht gereicht. Der dritte Tag. Jeder Tag ist anders. Jeder Tag ist gleich. 4, 5 Holes rund um die Uhr. Hat jeder mal. Dass du den einen nicht sehen machst oder den anderen nicht riechen machst. Du gehst in deine Kammer. Verziehst dich ein bisschen. Mach ich auch. Ich hab da Spaß dran. Ich liebe meinen Beruf. Und dann muss ich das eben in Kauf nehmen. Bei mir kommt erst die Fischerei und dann kommt die Frau. Immer schon. Wenn sie dann nicht mit umkehren, dann muss sie da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Das ist so. Ich liebe meinen Beruf, echt. Ich stehe auch zu meinem Beruf. Kriegst du manchmal... Reise, Reise, Kameraden der Sonne, nur mal even. Macht alles ein schönes Gesicht von NDR. Seefahrerromantik, das ist was für Dichter und Denker. Tabs heißen die Plastikcontainer mit Eis. Diesmal nur ein kleiner Fang. 7 Tabs oder was, Werner? Was? 7 Tabs, jo. Fische fangen, Beute machen, geht mir durch den Kopf. Gibt's in meinem Leben nicht. Für Marc und Ronny jedoch ist es das Leben. Mein Onkel hat einen Kutter, da bin ich jede Sommerferien, bin ich die ganzen Sommerferien immer nur mit aufs Schiff gewesen. Was ist es denn? Was macht's denn aus, das draußen sein? Ich meine, du siehst ja gerade nicht mal das Wasser. Nee. Du weißt nicht, gleich fahren wir da rein. Ja. Nee, aber ich weiß, keine Ahnung, da zieht dich wieder raus. Du musst immer wieder los. Also zu Hause lange, ich zu Hause. Oh Gott. Also ich meine, eine Woche, 1, 2 Wochen lang zu Hause. Und dann musst du wieder los, weil du nicht weißt, was du machen sollst. Ich meine, zum Anfang ist es schwer.
Aber dann irgendwann kriegst du den Klick und dann bist du drin. Und das kann halt nicht jeder. Du hast hier bei Wind und Wetter zu tun, im Winter und arschkalt immer. Wir haben schon genug mitgehabt, die erst so eine große Klappe hatten und nachher... Tschüss. Das ist ja zweite Familie. Oder wenn nicht schon erste. Ne? Du bist ja mehr auf See als zu Hause. 6, 7, 8 Wochen unterwegs, von zu Hause weg. Nur immer Telefon und Internet. Das können halt einige nicht. Ne? Die wollen halt lieber jeden Abend zu Hause sein. Reise, Reise, Leute. Reise, Reise. Wo wollen wir wieder hin? Wir sind dran. 1, 2, 3. Daumen ins Maul, Hand hinter die Kiemen, Messer rein. Nach dem Schlachten ist vor dem Schlachten. Den Blick für Fisch habe ich verloren. Und die Lust am Fischen auch. Geht nicht an. Geht nicht an. Die Winde will nicht mehr. Ist so heiß. Das Öl. Ja, das war ja wie Wasser, da kommt saufen, das Öl. Ja, warum wird das heiß? Die Winde läuft doch gar nicht. Ja, sowas haben wir nicht. Wir haben die anderen alle. Da, da. Guten Tag, hier ist Jörg von Köln, der Freund ist hier. Ist Klaus da? Wo ist der denn? Da kann ich den irgendwie erreichen. Na, das ist. Ach so, schade. Ja, ja. Naja, okay, okay, dann weiß ich Bescheid. Ja, das geht um meine Winde hier. Ich habe Probleme auf See. Ich bin auf See, ich habe Probleme mit meinen Winde. Das ist ein elektrisches Problem und ich wüsste nicht, wie ich das jetzt machen, beheben könnte. Mit der Notwinde geht alles langsamer.
darfst nur den ziehen, ja, den anderen nicht. Welchen? Den hier? Nur den. Ja, okay. Okay. Was an Bord kommt, war zu lange im Netz. Kaum noch zu gebrauchen. Mit der Notwinde zu wenig Fisch. Ohne genügend Fisch kaum Lohn. Das ist die Rechnung an Bord. Das war's. Es geht zurück. Hans Holm, Norddänemark. Was jetzt? Geht's wieder raus? Oder in die Werft? Fischerei ist mehr als der Kampf mit dem Wetter und dem Verschleiß. Fischerei heißt Glück oder Pech, heißt Müdigkeit und Geduld. Können wir wieder. Alles auf Anfang. Wieder tagelang raus. Nur so lohnt es sich. Zeit ist auf dem Fischkutter relativ. Mein Gefühl dafür habe ich längst verloren. Alle hier sind am Fang beteiligt. Jeder kriegt seinen Anteil. Was die Männer zusammenschweißt, ist die Suche und die Hoffnung. Hier war der Steck drauf, ne? Ja. Zwei, dreimal hintereinander habe ich das jetzt gehabt, wo ich eine Reise abbrechen musste. Das langsam nervt das. Das kommt immer anders, wie man denkt. Ne? Und momentan ist es alles kacke. Ne? Wir haben unser Engel schon gestreichelt, ich habe meinen Mann schon gestreichelt, meinen Priester. Aber nichts. Hat kein Glück gebracht. Irgendwann breche ich in die Flügel. Jeder hat an Bord seinen Platz. Beim Anziehen in der Werkstatt, beim Netz einholen, beim Schlachten und im Eis. Das ist wichtig. Einen festen Platz auf losem Boden. Langsam, ne? Langsam. Nur eine Ecke, nur eine Ecke. Ich hab die andere. Okay. So, jetzt. So. Wieder drauf.
Wenn schon ein bisschen lernen, dann gleich vernünftig, ne? Richtig. Ist gut, Marc, ist gut. Festland findet hier nur im Fernsehen statt. Wie durch ein Fernrohr. Ganz weit weg. Leicht macht der Seeadler Beute in den vielen Seen und Wasserflächen. In Mecklenburg-Vorpommern leben die meisten Adler in Deutschland. Irgendwo versteckt auf hohen alten Bäumen hat er seinen Horst in den dichten Wäldern. Reise, Reise! Guck mal, ich bin ein Vergleich. Reise, Reise! Ich bin abgefischt. So nennen es die Fischer, wenn nichts mehr geht. Hier bist du alles. Bist nicht nur Kapitän. Bist für alles zuständig. Sogar, wenn die Leute mal einen seelischen Zusammenbruch haben, bist du noch der Priester an Bord. Musst ihn wieder aufbauen. Habe ich bei jungen Leuten ja schon oft genug gehabt. Wenn sie länger weg waren wie Freundin, ist dann abgehauen und dann haben sie geweint. Ich nehme mich sie mal in den Arm und ich sage, Mann, andere Mütter haben auch hübsche Töchter. Find wieder eine neue. Aber momentan ist mein Akku leer. Muss mal wieder aufgeladen werden. Momentan ist das ein bisschen. Haben diese Reise sehr viel Pech, viel Reparatur. Stimmung ist auch nicht so gut mehr. Wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. Der letzte Tag. Klarschiff an Deck. Sauber machen für die nächste Reise von Captain Flint und den anderen. Kurs Heimat, wo immer das auch ist. Sieben Tage war ich auf Reise. Sieben Tage auf hoher See. Unter Männern, die frei sind und doch gefangen. Weil sie immer auf der Suche sind, auch nach dem nächsten Fang. Mal hintereinander, bevor es ein paar Tage frei gibt. Dankeschön. Rudi Zerne nach Kiew. Ja, Oliver. 20.45 Uhr ist Anpfiff. Wir können, es bieten sich zwei Superstars an. Also einer auf jeder Stürmer. Wenn die Brücke das Hirn des Schiffs ist, ist die Messe das Herz. Guten. Wenn ich mal Urlaub habe, so drei Wochen, dann werden halt zweite Woche wäre ich schon nervös. Dann muss ich schon irgendwie, Wasser mal sehen. Ne? Auch wenn ich in Urlaub fahre, ich würde nur in Urlaub hinfahren, wo Wasser ist. Ich würde nie in die Berge fahren. Ich muss immer Wasser sehen. Oder irgendwie ein Schiff in der Nähe sein, wo ich hinfahre. Hast du was verpasst zu Hause?
die Kinder so groß werden zu sehen, das habe ich ein bisschen verpasst. Ne? Bloß, ich fand meine Frau, wir sind schon von der Schulzeit an schon zusammen. Und sie kamen dann mit den Kindern immer hinterher, da ging das nachher bei uns. Warst du denn bei der Geburt deiner Kinder mit dabei? Bei zwei, nee, bei ein. Bei unserer Älteste, die ist 80 geboren. Da war ich da mit. Da war ich mit. Bei Danny war ich nicht mit und bei Cassandra auch nicht. Meine Frau, die kennt das gar nicht anders. Nee, wir kamen damals zusammen, sie wusste, dass ich zu sie fuhr. Sie kennt das aus ihrer Familie schon her. Das war ganz normal bei uns. Nee. Die hat gesagt, komm hier, ich krieg mein Kind ohne dich, macht nichts, bleib du mal draußen. Ja, so ungefähr. Du stehst nur im Weg. Nee, das ist aber so. Ne? Zu Hause hat sie ist zu Hause der Kapitän. Wenn ich nach Hause komme, habe ich nichts zu sagen. Sie macht alles. Geh bloß nicht in Garten, du hackst nur die Blume ab. Ne? Ich darf nicht mal Rasen wehen. Du kannst Fische fangen und Schiff fahren. Du fahr jetzt bloß nicht mit Auto. Ne, Auto fahrt du auch nicht ehrlich. Ich fahre großes Schiff, kriege in jede Parklücke rein. Aber ein Auto nicht. Ne? Sechs Uhr früh. Die erste Nacht habe ich mies geschlafen. Reise, Reise, Jungs, nochmal Event. Reise, Reise. Das Öl? Ja, das war ja wie Wasser, da kommt saufen, das Öl. Ja, warum wäre das heiß? Die Winde läuft doch gar nicht. Wenn man nicht mehr mit Pfeiler fischen. Ja, sowas haben wir nicht. Wir haben die anderen alle. Da. Guten Tag, hier ist die J von Köln, der Flint ist hier. Ist Klaus da? Wo ist der denn? Da kann ich den irgendwie erreichen. Na, das ist. Ach so, Scheiße. Ja, ja. Naja, okay, dann weiß ich Bescheid. Ja, das geht um meine Winde hier. Ich habe Probleme auf See. Ich bin auf See, ich habe Probleme mit meiner Winde. Das ist ein elektrisches Problem und ich wüsste nicht, wie ich das jetzt machen, beheben könnte. Mit der Notwinde geht alles langsamer. Den hier? Nur den. Ja, okay. Was an Bord kommt, war zu lange im Netz. Kaum noch zu gebrauchen. Mit der Notwinde zu wenig Fisch. Ohne genügend Fisch kaum Lohn. Das ist die Rechnung an Bord. Das war's. Es geht zurück. Hans Holm, Norddänemark. Was jetzt? Geht's wieder raus? Oder in die Werft? Fischerei ist mehr als der Kampf mit dem Wetter und dem Verschleiß.
Fischerei heißt Glück oder Pech, heißt müdig. Schiff fahren, dann fahre jetzt bloß nicht mit Auto. Der Auto fahrt tue ich auch nicht gerne. Ich fahre großes Schiff, kriege in jede Parklücke rein. Aber ein Auto nicht. Ne? Sechs Uhr früh. Die erste Nacht habe ich mies geschlafen. Reise, Reise, Jungs, nochmal hier werden. Reise, Reise. Das Netz hier wird gehievt. Mein erster Hohl. Ein Beutel Seelachs. So sprechen die Fischer. Eine eigene Sprache. Die Leute hier an Bord haben ihre eigenen Rituale für Neulinge, wie mich. Hier reinbeißen, aber richtig reinbeißen, da muss richtig abdrücken zu sehen sein. Los, los! Ja, Baby! Schmeckt? Das wird mein letzter Fisch, in den ich reinbeiße, glaube ich. Netz rein, Netz wieder raus. Wenn die Netze voll bleiben, geht das manchmal tagelang, sagen sie. Ohne Pause. Das lernst du auch auf der Schule? Nee, den habe ich von meinem Opa mal gelernt. Dann sagt er, den ersten Stunden, den ich dir zeige, das ist den, den du zum Aufhängen brauchst, wenn du keine Lust mehr hast. Das ist mir der Wichtigste. War klar, dass du auch Fischer wirst, oder? Also klar war das eigentlich nicht. Meine Mutter war da strikt dagegen, aber nützt ja nichts. Wieso? Dann bin ich immer von zu Hause weg. Lange. Wir sind ja jetzt auch schon fast 6 Wochen unterwegs. Wenn du nach Hause kommst nach 6 Wochen, dann wurde in den 6 Wochen, wo du nicht da warst, leben die ja ihr Leben weiter. Und die machen jeden Tag ihre Hausarbeiten, die essen jeden Tag zusammen zu Hause, die fahren jeden Tag zur Arbeit, kommen abends wieder. Das machst du hier ja nicht. Du bist ja jeden Tag hier an Bord, machst zwar auch jeden Tag deine Arbeit, hast hier auch sozusagen deine Familie, bloß du liebst diese Familie ja nicht. Zu Hause hast du ja deine Familie, die du liebst und mit denen du gerne zusammen bist. Bloß wenn du von 6 Wochen nach Hause kommst und dich dann da in dieses Leben rein, sozusagen wieder reinmischt, das ist ja denn das. Was machen deine Kinder später mal? Fahren die zur See? Nee, beim besten Willen nicht. Wer sich einmal für die See entschieden hat, der bleibt. Egal ob mit Glück oder Pech. Wie Marc. Reise, Reise!
Der hatte auch mal einen eigenen Kutter. Aber es hat nicht gereicht. Der dritte Tag. Jeder Tag ist anders. Jeder Tag ist gleich. 4, 5 Holes rund um die Uhr. Jeder mal, dass du den einen nicht sehen machst oder den anderen nicht riechen machst, dann gehst du in deine Kammer. 7 Tabs, jo. Fische fangen, Beute machen, geht mir durch den Kopf. Gibt's in meinem Leben nicht. Für Marc und Ronny jedoch ist es das Leben. Mein Onkel hat einen Kutter, da bin ich jede Sommerferien, bin ich die ganze Sommerferien immer nur mit aufs Schiff gewesen. Was ist es denn? Was macht's denn aus, das draußen sein? Ich meine, du siehst ja gerade nicht mal das Wasser. Nee. Du weißt nicht, gleich fahren wir da rein. Nee, aber ich weiß, keine Ahnung, da zieht dich wieder raus. Du musst immer wieder los. Also zu Hause lange, ich zu Hause. Oh Gott. Also ich meine, eine Woche, 1, 2 Wochen lang zu Hause. Und dann musst du wieder los, weil du nicht weißt, was du machen sollst. Ich meine, zum Anfang ist es schwer. Aber dann irgendwann kriegst du den Klick und dann bist du drin. Und das kann halt nicht jeder. Du hast hier bei Wind und Wetter zu tun, im Winter, arschkalt immer. Wir haben schon genug mitgehabt, die erst so eine große Klappe hatten. Nachher. Tschüss. Na, das ist ja zweite Familie. Oder wenn nicht schon erste. Ne? Du bist ja mehr auf See als zu Hause. 6, 7, 8 Wochen unterwegs, von zu Hause weg. Nur immer Telefon und Internet. Das können halt einige nicht. Ne? Die wollen halt lieber jeden Abend zu Hause sein. Reise, Reise, Leute. Reise, Reise. Wo wollen wir wieder hin? Wir sind dran. 1, 2, 3. Daumen ins Maul, Hand hinter die Kiemen, Messer rein. Das Netz hier wird gehievt. Mein erster Hol. Ein Beutel Seelachs. So sprechen die Fischer.
eine eigene Sprache. Die Leute hier an Bord haben ihre eigenen Rituale für Neulinge, wie mich. Hier reinbeißen, aber richtig reinbeißen, da muss richtig abdrücken zu sehen sein. Los, los! Ja, Baby! Schmeckt? Das wird mein letzter Fisch, in den ich reinbeiße, glaube ich. Netz rein, Netz wieder raus. Wenn die Netze voll bleiben, geht das manchmal tagelang, sagen sie. Ohne Pause. Tief drin im Bauch des Kutters, die Fabrik. So, und du? Setze dich dazwischen. Ich gehe dazwischen? Ja. Sechs Uhr früh. Die erste Nacht habe ich mies geschlafen. Reise, Reise, Jungs, nochmal Event, Reise, Reise. Das Netz hier wird gehievt. Mein erster Hohl. Ein Beutel Seelachs. So sprechen die Fischer. Eine eigene Sprache. Die Leute hier an Bord haben ihre eigenen Rituale für Neulinge, wie mich. Hier reinbeißen, aber richtig reinbeißen, da muss richtig abdrücken zu sehen sein. Los, los! Ja, Baby! Schmeckt? Das wird mein letzter Fisch, in den ich reinbeiße, glaube ich. Netz rein, Netz wieder raus. Wenn die Netze voll bleiben, geht das manchmal tagelang, sagen sie. Ohne Pause.
Ja.